Diese Parkscheibe sorgt gerade für reichlich Diskussionen im Norden. Denn eine dänische Parkscheibe hat auf Flensburger Parkplätzen nichts verloren. So sieht es zumindest die Stadt. Bisher wurden die Parkscheiben zwar geduldet, doch damit soll jetzt Schluss sein. Denen, die keine deutsche Parkscheibe wie von der Straßenverkehrsordnung vorgesehen verwenden, werden in Flensburg ab sofort zur Kasse gebeten. Man halte sich an geltende Gesetze. Mehr wollte die Stadt Flensburg heute nicht zu dem Thema sagen, erst recht nicht vor der Kamera. Und das, obwohl es viele Dänen sicherlich interessieren würde, warum es der Stadtverwaltung Flensburg plötzlich so wichtig ist, dass nur deutsche Parkscheiben in Flensburg verwendet werden. Gerade jetzt, während in Dänemark Winterferien sind, findet man auf vielen Parkplätzen Autos mit dänischen Kennzeichen. Dass die Stadt im Parkscheibenstreit jetzt knallhart durchgreift, verwundert auch viele Flensburger. Also eigentlich ist man sowas ja von deutscher Bürokratie schon ganz gut gewöhnt. Aber naja, wenn man sowas hört, muss man dann doch irgendwie immer wieder die Stirn runzeln, was für ein Blödsinn wir eigentlich immer veranstalten. Doch das Recht ist auf Seiten der Stadt Flensburg. Denn der Gesetzgeber schreibt ganz genau vor, wie eine Parkscheibe in Deutschland auszusehen hat, weiß auch Rainer Pregler vom ADAC. Wer keine zugelassene Parkscheibe hat, muss mit einem Bußgeld bis zu 40 Euro rechnen. In Deutschland ist alles konkret geregelt. Das heißt, eine deutsche korrekte Parkscheibe hat die Ausmaße 11 cm breit und 15 cm lang. Sie hat diese Scheibe mit den 12 Uhrzeiten drauf im Halbstundenrhythmus. Und es ist vorgeschrieben, dass genau so eine Parkscheibe verwendet werden muss. Eine Lösung für alle Pendler zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark bietet Peter Hansen vom Regionskontor Padburg an. Hier können sich Pendler eine gratis Parkscheibe abholen, mit der alle Seiten zufrieden sein sollten. Sobald ein Däne damit nach Flensburg fährt, muss er die Parkscheibe nur umdrehen und hat sofort eine DIN-genormte deutsche Scheibe, mit der es in Flensburg keine Probleme gibt. Doch wegen der plötzlichen hohen Nachfrage ist die Hybridscheibe momentan vergriffen. Ganz aktuell haben wir leider gar keine Parkscheiben im Moment mehr, sondern nachbestellt. Und sobald die da sind, werden wir die Liste wieder abarbeiten. Diese Woche will sich die Stadt Flensburg noch einmal zusammensetzen und darüber diskutieren, ob es wirklich die richtige Idee ist, mit einer Null-Toleranz-Strategie gegen die dänischen Parkscheiben vorzugehen.